Da sind wir zurück zu 3D Fahrschule 4 bei angenehmen Temperaturen hier im Raum von 28, nein, das ist die Außentemperatur, die 25,1 Grad Celsius Innenraumtemperatur in einem völlig überhitzten Wagen mit viel Stress und ohne Spaß Fahrschule zu machen. Ja, damit geht es nun weiter und zwar das Ganze wieder in London. Yes, welcome to London. Links abbiegen im Linksverkehr. Wir üben nun das Fahren auf der linken Seite. Zunächst treffen Sie hier vorwiegend Vorfahrtssituationen, bei denen Sie links abbiegen müssen. Ja, das ist noch ganz gut, denn wir fahren jetzt nämlich durch London und die Prüfung werden wir mit diesen Fehlerpunkten definitiv nicht machen können. Da müssen wir definitiv Kontrolle machen. Ich hasse diesen Fahrlehrer! Da kann zwar, also ist vielleicht bestimmt eine ganz nette Person, aber der wurde miserabel programmiert. Muss man einfach mal sagen. So, nein, wir wollen nicht unser Fahrzeug kennenlernen, das haben wir doch bereits gemacht. Wir fahren weiterhin mit den Smart, wenn ich mich recht entsinne. Na, dann wollen wir mal loslegen. Sie geradeaus. Ach, damit habe ich gerechnet. So. Fahren Sie geradeaus. Gut, dann gucken wir mal. Wir haben ja hier sogar Kreisverkehre mit Ampeln. Ich muss mich wieder umgewöhnen. Ich habe wieder viel zu viel Euro Truck Simulator gespielt, dass man da einfach so über die Ampel fahren konnte. Nee, das mache ich zwar nicht, aber ich fahre da immer viel zu schnell. Das sollte ich mir eigentlich abgewöhnen. Ach ja, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme habe ich übrigens schon mein Anmeldeformular für die Fahrschule ausgefüllt. Es geht bald los. Aber da muss ich mich erst durch die Theorie kämpfen und wir haben grün. Die zweite Straße links abbiegen. Na, dann machen wir das mal. Langsamer. Ja, das Prima. ist nur ein Kreisverkehr, meine Güte. Da musst du dich nicht gleich ins Höschen machen beim Abbiegen. So, guck mal, unser Ehepärchen ist da wieder. Hello, darling. Hello, sweetie. I come to the other side. Oh, wait, I run to the other side too. Oh, my dear, it's red. Oh, my God. Here is red too. Naja, wollen wir mal wieder keine Späßchen darüber machen. Wir wollen mal wieder ein bisschen some terrible Englisch lernen. Yeah, grün ist es. Green. The light is green. An der Kreuzung links. Wir müssen to the left abbiegen. Und ja, wo gucke ich? Nein, nicht da muss ich bloß gucken. Ist ja Die nur zweite Straße links abbiegen. so. Hier müssen wir nicht einbiegen. Ich finde dieses Haus sehr schön. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. So, hier müssen wir rein. Können wir eigentlich nur reinfahren. So, aber nicht gucken. So, jetzt müssen wir allerdings hier um die Ecke gucken, weil hier können Autos kommen. So, aber wir können ja fahren in den One-Way. Richtig. Yeah, das ist richtig. So, Blinker aus. Die nächste rechts. Und da vorne an der Kreuzung müssen wir rechts abbiegen. Ich finde diese Haltelinien so gar nicht mal so uninteressant, dass da so ein riesiger Strich ist, wofür auch immer. Wo müssen wir jetzt? Ach so, da. Ich vergesse ganz, dass hier, dass wir in London sind. Also bei Eurotruck Simulator, da habe ich ja nie das Problem, wenn ich dann in London bin, dass ich da halt mich richtig einordnen kann. Also beziehungsweise in England. Hätten eigentlich fast gucken können, aber naja. Wir haben jetzt Meilen pro Stunde. Ich wusste gar nicht, dass wir jetzt schon 50 fahren. Beziehungsweise 30. Und ja, fragt mich nicht warum. Also es ist miserabel programmiertes Fahrlernprogramm. Und ja, wo haben die Marken her? Guck mal, was die da kopieren dürfen. Wir fahren ein Smart, wohlgemerkt. Ja. Das wurde hier nicht irgendwie ausgeschwärzt. Na Fahren Sie gut. geradeaus. Das steht am Auto nicht einmal da. Aber auf dem Lenkrad steht das drauf. Smart. Und guck mal da, diese Marken. Wie können die die verwenden? Dürfen die das überhaupt? Ich meine, bei jedem x-beliebigen Spiel, was man da offiziell verkaufen würde, da würde man doch sowas nicht dran machen. Obwohl, vielleicht gilt das ja nicht als Spiel. Vielleicht darf man das in Spielen bloß nicht Biegen Sie bitte machen. links ab. Ja, rechts darf man ja sowieso nicht abbiegen, wie der Pfeil es da sagen würde. Aber guckt mal da oben hin. Ach, da könnt ihr jetzt nichts sehen.
Oh, 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 oh. Gefährlich, dass hier selbst eine Ampel steht, damit hätte man nicht gerechnet. Ausgerechnet hier an dieser blöden Stelle. Redriving through London with a little smart for two. We want to drive to the left. And we're standing vor einer Ampel? Keine Ahnung, wie das nochmal heißt. Schulenglisch ist lange her. Wird langsam mal wieder Zeit, die Englischkenntnisse ein bisschen aufzufrischen. Allerdings können wir das hier schlecht machen. So, ein großer Kreisverkehr. Ich glaube, da müssen wir sogar beim Einbiegen blinken, glaube ich. Vorerst mal gucken. So. Und hier wieder eine Ampel. Ja, im Kreisverkehr eine Ampel. Also sowas gibt es nur in London, denke ich mal. Mann, das kenne ich sowas nicht. Oh, die schaltet wenigstens ganz schnell auf grün. Da bin ich anderes gewohnt. So. Die zweite Straße links abbiegen. Die Fahrspur ist korrekt. Hier gibt's auch gar keine. An der Kreuzung links. Auch ja, das ist völlig normal, dass hier Leute schon standardmäßig mit zensierten Kennzeichen rumfahren. Also, ja. Wir haben schon vorher dran gedacht, dass wir hier rumgeistern, weshalb die schon dran gedacht haben, die Kennzeichen zu zensieren. Das ist halt eben ein virtuelles London. Und die Busse haben mal wieder keine transparenten Scheiben. Ich weiß gar nicht, fahren die aktuell überhaupt noch rum? Ich habe ja irgendwie was gehört, dass die schon gar nicht mehr rumfahren sollten. Ich weiß nicht mehr warum. Oder waren das die Taxen? Ich weiß das gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist wieder rot. War da nicht vorhin grün? Ey, warum fährt er über rot? Leute. Da ist rot. Ja, jetzt ist grün. Jetzt dürft ihr fahren. Oh. Na klasse. Was haben wir denn da für eine Situation? Das ist mal wenigstens ein Bug. Bugzone, Bugzone. Das ist mal wenigstens ein Bug, den ich noch nicht gesehen habe. So in der Art und Weise. Ich glaube, wir müssen mal den Rückwärtsgang anmachen, obwohl... Da ist jemand hinter uns? Oh, noch eine fette Qualle. Fährt sogar auf der falschen Seite. Mm. Französischen Kennzeichen, okay. Ach, wir haben sogar Rückwärtslicht. Cool. Das wusste ich gar nicht. Ich habe doch geblinkt. Warum muss ich denn dauernd blinken, wenn ich rückwärts ansetze? Oh. So, den Bug müssen wir jetzt ausnutzen. Prima. So, wegen dem Mist haben wir schon 3 Fehlerpunkte. Aber das ist mir vollkommen schnuppe. Ich werde es eh danach hacken. Ist ja eh nur eine virtuelle Fahrschule. Bei der echten sollte man auf keinen Fall cheaten. Nicht wirklich. Biegen Sie bitte links ab. Soll ich mich dann noch wieder links einordnen, mein lieber Herr Gesangsverein? So, wir müssen ja eh hier rein. Das ist ja London. Schön, Sie haben nur wenige Fahrfehler gemacht. Ich empfehle Ihnen trotzdem, diese Fahrübung zu wiederholen. Nein, 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 wir wiederholen hier nichts, nein. Du, mein Lieber, du solltest nochmal die Schulbank drücken und gefälligst lernen, wie man ordentlich Fehler erkennt. Box Junctions and Crossings. Gelb markierte Kreuzungen und spezielle Fußgängerüberwege erfordern ihr ganzes Können. Zusätzlich werden wir nun auch das Rechtsabbiegen üben. Oh, my dear. Zweimal rechts ab. Jo, zweimal rechts. Also ich glaube, da dürfen wir da rein. Dürfen Sie von hier dorthin abbiegen? Also ja, ja. Ich darf da rein. Guck mal. Ich kann da rein? Hm.
Also, Leute, ich weiß nicht. Also, diesen Pfeil davon, also diesen Pfeil da, ich wollte schon wieder rumzeigen mit dem Finger. 5 Fehlerpunkte vor allen Dingen. Dieser Pfeil deutet doch eindeutig darauf hin, dass das doch keine Einbahnstraße ist, oder? Also wenn das eine Einbahnstraße wäre, würde doch hier keine zweite Spur existieren mit so einem Pfeil. Und da hat er gesagt, zweimal rechts abbiegen. Wo ist da der Fehler? Müssen wir nochmal machen. Biegen Sie zweimal rechts ab. Überprüfen Sie Ihre Fahrspur. Jetzt soll ich auch noch meine Fahrspur überprüfen. Also du bist ja voll pingelig. Sie sind zu weit gefahren. Was? Was? Will er mich verarschen? Biegen Sie zweimal rechts ab. Biegen Sie zweimal rechts ab. Ach so, hat er mal wieder seine Problemchen mit der Spur. Oh mein Gott. Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Klasse. Ja, ja, jetzt meinst du auf einmal, es ist richtig. Nur weil ich mich da halt mal ganz in die Richtung eingeordnet habe. Ja, ja. Keine Worte. Ich habe echt keine Worte für so ein Verhalten. Ich war schon wieder kurz vorm Durchdrehen. Übrigens, ich gucke nicht mal aufs Tacho, denn ich weiß schon gefühlt, wann ich hier 50 fahre. Kreuzung links. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. So, links. Und jetzt können wir uns mal wieder den Platz anschauen. Nämlich den da hinten. Guck mal, was die da für Marken präsentieren dürfen. Samsung, McDonald's, TDK und Sanyo. Letzteres kenne ich überhaupt nicht. Und da oben Eigenwerbung für die Entwickler dieses Spiels, denke ich mal. Oder die Publisher, je nachdem. Beides Schweine. Was die hier verzetteln. Also ich weiß ja nicht. Muss ich mich in der Einbahnstraße zwingend ganz links einordnen, wenn ich links abbiegen möchte? Ich meine, solange ich blinke, sieht man doch, wo ich hin will. Folgen Sie bitte der Hauptstraße. Na, dann folgen wir mal der Hauptstraße. Oh. Muss ich hier blinken? Ich weiß das gar nicht. Da bin ich selber überfragt. Ich war ja noch nicht in der Fahrschule. Fahren Sie geradeaus über die Kreuzung und danach rechts. Na, ich glaube, hier kann ich auch nur geradeaus. Da ist der Big Ben. Der zeigt gerade 9.15 Uhr, 9.14 Uhr? Keine Ahnung. Ganz schnell rüber, ja. Und dann nach rechts einordnen. Na, das sind mal halbwegs strukturierte Straßen hier. Oh, das schaffen wir noch. Ah. Legen Sie hier rechts und anschließend gleich links ab. Ich hab's noch geschafft. So, jetzt stehen wir vor diesem wahnsinnig schön texturierten Bus. Und ja, das Größenverhältnis, das ist mal gar nicht so dramatisch. Also, boah. Das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass jetzt dieser Bus da, diesen kleinen Smart da, platt drücken könnte. Nein, keineswegs. Also, ich merke gerade, ich glaube, wir müssen uns einordnen, oder? Ja, ich hatte da so meine Befürchtungen. Richtig. Und danach. Sie sind falsch abgebogen. Richtig, Sie sind falsch abgebogen. Das klang gerade ein bisschen merkwürdig. Richtig, Sie sind falsch abgebogen. Ja, was genau meint er jetzt eigentlich? Liegen Sie hier rechts und anschließend gleich links ab. Da liegen 4 Räder. Jetzt nicht mehr. Ich halluziniere schon. Biegen Sie hier rechts und anschließend gleich links ab. Also sollten wir uns dann doch gleich mal einordnen. Ich glaube, ich darf nicht durch. Warum nicht? Also soweit ich mich hier umgeschaut habe, ich habe keine Ampel. Also ich hätte vor denen eigentlich fahren können.
So. Ist das so korrekt? Die nächste rechts. Ah, okay, okay. Die fahren auch alle mit einem Peugeot rum. Warum denn unbedingt? Sowas würde ich normalerweise in Frankreich erwarten, aber doch nicht hier. Die würden sie doch eher mit einem Ford rumfahren oder mit einem Rover, keine Ahnung.